Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute DNLS22 im True Farming 2 Projekt auf der Rehbach. Und ja, wir haben einen neuen Monat, es ist April und es ist 5 nach 6 und jetzt wollen wir mal den Sven hier wach machen. Svenny! Sven. Oh Gott! Guido! Oh, du hast ja einen Laptop hier! Ja, ich wollte dich warm machen. 5 nach 6, wir müssen los. Ich guck mal kurz deinen Verlauf. Ist in der Nacht? Ja, ist in der Nacht. Ich war in Warzone drin, ich habe nur zwei Stunden gepennt. Das kann doch nicht sein, nur zwei Stunden gepennt. Ey, Mensch, wir hatten einen Streak, wir haben nur Wins geholt. Ach, dann warst du der hier die ganze Zeit rumgebürgt hat. Ich dachte, da draußen wäre Terz gewesen. Ja, na klar. Scheiße. Ja, hast du Kaffee schon gemacht, oder? Nee, noch gar nicht, ich bin auch jetzt gerade erst wach. Ohne Kaffee läuft ja gar nichts hier. Ne? War denn die Runde gut? Ja, wir haben 4 Wins geholt im Vollgang. Genial. So. Sag mal, Guido, hast du schon wieder meinen Joghurt gefressen? Das kann doch nicht sein. Er ist immer so lecker. Ey, Mann. Den habe ich extra von Milchbauern mir machen lassen. Naja, gut, dann trink mal halt Kaffee schwarz und haben wir noch einen Schluck Whisky? Ja, komm, bin hier. Kommt, man kann arbeiten gehen. Ja, gut. Was ist denn so mit dem Auto passiert? Oder hast du mir so geparkt? Ja, ich war eventuell noch mal in der Kneipe und war froh, auch noch! Dass ich überhaupt auf dem Hof war. Da müssen wir. Ja, das war aber am Wochenende, am Samstag. Also. Heute Montag, deswegen. Ja, denn schön auf dem Behindertenparkplatz. Dann hat sie ja ein schönes Wochenende gehabt. Saufen, zocken. Ja, war aufregend, ja. Hast du noch was Weibliches kennengelernt? Bin ehrlich, ich weiß es nicht. Ach scheiße, warte mal. Ich muss mich erstmal entschuldigen. Ist ja 2023. Bestehst du überhaupt auf Frauen oder bist du ein Frau im Mannkörper? Oder? Ich frage ja nur nach, man weiß das ja heutzutage. Ich fühle mich als Kühlschrank. Ah, okay, gut, ist nicht schlecht. Ich bin eine Jacke. So, machen wir mal hier den Computer an. Ja. Oh, direkt am Frühmorgen, ich tick noch hier nicht mehr so, ey. Hallo, Agrocenter, Landhandel, Guido Pech am Apparat, was kann ich für Sie tun? Ja, hier ist der Willi Meister von der BGA. Servus. Servus. Ja, doch. Letzten Dieses Monat Drecksding. Hier geht mal wieder gar nichts am frühen Morgen. Ich höre schon, wie Windows hier die Fehler raus. Entschuldigung. Erzählen Sie weiter. Okay, hier rüber. Soll ich später anrufen? Nee, ruf. Hau raus. Was gibt's? Okay. Wir hätten jetzt Gerste für euch. Oh, das ist ja super. Wie viel? Wir hätten jetzt gerade, aktuell hätten wir 159.000 da. 159.000. Sven? Ja? Gärreste, wie viel bräuchten wir da? Ich habe hier gerade den Willi Meister am Apparat, der hätte, wie viel hast du gesagt, 173? 159. 159.000 Liter. Ich würde mal so einen Zug nehmen, müssen wir mal einen Markus anrufen. Nee, einen Andreas, Quatsch, vom Lohnunternehmen, wie viel die mit einer Fuhre wegkriegen, ne? Ja. Und was willst du denn, also ich zahle dir 30 die 1000 Liter. Die haben ja schon mit dem Didi ausgemacht, die Preise, ne? Genau, ja. Genau. Okay, pass auf, ja. Ich rufe jetzt erstmal beim Transportunternehmen an, frag, wie groß dein Fass ist und dann schicke ich ihn direkt zu dir, egal wie groß das Fass ist, wir nehmen dann erstmal und dann spreche ich mit dem Sven ab, ob wir ein oder zwei Züge nehmen und dann würde ich dich nochmal eben anrufen und dann dir das Geld überweisen. Ja, klar. Also jedenfalls hätten wir auch bei uns an der BGA stehen. Was? Ein Zubringer. Müssen wir aber trotzdem leider über das Transportunternehmen machen, da ist das Ding. Ich meine bloß, falls ihr jetzt zwei Fässer nehmt und die haben bloß ein oder sollten bloß eins haben, wir hätten bei uns alles dastehen. Ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Hm? Ja, ich melde mich gleich. Alles klar. Ade. Tschüss. Sven, ich rufe mal ganz kurz eben beim Transportunternehmen an. Ich gehe mal raus, statt mal Maschinen und sowas, ne? Ja. Wollen wir eigentlich dann jetzt anfangen oben hier, unseren bei der BGA dort, bei der ehemaligen, unser neues Gelände irgendwie fit machen? Das wäre mal nicht schlecht, ja. Wir müssen mal auch noch gucken wegen Düngen auf die Felder. Das wäre mal
haben wir einen Düngerstreuer? Ja, haben wir, ne? Wir müssten eigentlich einen haben, ja. Warte mal eben, bevor ich jetzt hier Quatsch erzähle. Oder haben wir einen bestellt gehabt? Wir wollten einen bestellen, glaube ich, ne? Wir wollten einen bestellen, ja. Weil wir haben ja nur diesen Anbau für unsere Sämaschine, ne? Ja, genau, ja, das war das, ja. Ja, notfalls würde ich das halt dann ans EU abgeben, erstmal noch, bis wir einen haben. Ja, du sag mal, Transportunternehmen, wie heißt denn der Typ da nochmal? Na, das ist der Andreas. Ach, wie hieß denn der mit Nachname? Heimann. Ja, alles klar. Oder der irgendwie von Radefeld, irgendwie so hieß der andere. Aber ich glaube, der Andreas ist der immer zu uns kommt. Also ich sehe auch gerade unsere Felder, die haben wir schon gut gedüngt. Das hat man schon gemacht. Mal gucken. So. Unkraut höchstens. Ja, unsere Felder sind eigentlich alle top. Die sind top. Da müssen wir da Unkraut noch irgendwie machen. Ich guck mal eben. Auch nicht, ne? Nee, auch nicht. Ja, gut, dann können wir eigentlich Vollgas oben an unseren neuen Bauplatz geben, ne? Eigentlich schon, ja. Das können wir machen. Ach so, da fehlt uns ja die Mähtechnik. Genau, das war das Problem. Kennst du jemanden, wo wir uns... Der Lohnunternehmen Heini hat doch bestimmt einen Ladewagen, den wir uns leihen können für da oben, oder? Weil das Gras würde ich nicht verschenken wollen. Das würde ich schon gerne ja, bei uns mit reinpacken. Ins ja. Ja. Na, pass auf, ruf du beim Transporttypen an, ich ruf beim Lohner an. Machen wir so. Alles klar. So, Transport-Heini, wo bist du denn da? Transportunternehmen Heimann. Ja, guten Tag, Guido hier, moin. Moin. Du, sag mal, kannst du Gärreste auch transportieren? Ich kann alles transportieren. Oh, das ist doch super. Wie viel Liter fasst dann das Fass, was du fahren kannst an Gärreste? Guck mal schnell bei uns im Tablet. Ja. Weil alle Zahlen kann ich dir auch nicht sagen. Ja, ist klar. Dafür haben wir zu viele Gerätschaften. Ja, das stimmt wohl. Da, wo haben wir... Jetzt hupen sie schon. 26.000. 26.000 Liter, okay. Ja. Ich spreche mal ganz kurz noch mit den Sven ab, wie viele Züge wir dann aus Fichtal nehmen. Ich würde dich gleich noch mal eben anrufen, ja? Kein Problem. Ich würde eh gleich zu euch kommen. Okay. Ich muss ja noch eine Lieferung, glaube ich, fahren, was noch aktuell ist. Achso, ja, nee, okay, dann wenn du ja gleich hier bist, dann passt das ja. Genau. Okay, weiß ich Bescheid. Jo. Alles klar, danke, tschüss. Tschüss. Leute, ich habe übelst Kopfschmerzen, es tut mir leid, wenn ich ein bisschen fertig aussehe oder ein bisschen genervt bin. Ich will am liebsten ins Bett, ich will gar nicht aufnehmen. So, Sven? Ja? 26.000 Liter fasst sein Fass. Das ist auch nicht viel, wa? Nee, deswegen, wie viele Züge wollen wir nehmen? Da fährt er ja. Warte mal, ich muss mal eben gucken. Was haben wir denn jetzt noch an... Was braucht man den Scheiß eigentlich für Flüssigdünger, wa? Für Flüssigdünger. Oder Mineraldünger können wir halt auch draus machen. Ja. Was haben wir denn jetzt an Dünger da? Wir haben hier drin. Mineralfutter. Ja, das ist halt, guck mal, wir haben 8000 Liter Flüssigdünger, das ist gar nichts. Ja, das stimmt. Und Mineraldünger haben wir gar nichts. Also zumindest jede Produktion weiß, nicht. Ich weiß, wir haben ein IBC habe ich eingelagert bei uns. Ah, okay. Aha. An Flüssigdünger, aber wir können, eigentlich müssten wir alles nehmen, sag ich dir so, wie es ist. Also die hatten, was hatten die gesagt, 154.000 Liter. Irgendwie sowas. Ja, dann lass uns alles nehmen. Alles weil dann klar. Können wir es aufteilen, dann machen wir Flüssigdünger und Mineraldünger, weil die werden ja auch, wir werden Dünger wieder brauchen. Du kannst mal noch gucken, was wir Mineraldünger hier am Bestand haben. Ja. Ach, Scheiße. Wir
müssten mal unsere Maschinen warten, sehe ich gerade. Worauf sollen die warten? Achso. So, Gerste brauchen wir nicht, Raps brauchen wir nicht. Saatgut, Mischration. Weil wir haben auch einiges ausgeliefert, ne? So an Dünger und sowas. Ja. Ich weiß halt nicht, ob es überhaupt einen gibt, der Flüssigdünger nutzt gerade. Ich glaube, wir müssen auf Mineraldünger halt. Also Mineraldünger haben wir 37.000 Liter drin. So, und da hat er jetzt, der Rosenberg, hat, da geht noch was weg. Ja, ja, genau, der hat 10.000 Liter, genau. Naja, guck mal, da haben wir noch 27 und ja, dann brauchen wir selber noch was. Also ich würde da schon, ich würde den ganzen Zug nehmen. Also alles, was die in der BGA drin haben, ja? Ja. Ja, gut. Der Andreas ist auf dem Weg hier zu uns, der kommt gleich. Dann können wir ihm das ja direkt sagen. Ich rufe mal eben die BGA an. Ja, und sag, wir nehmen alles. Genau. Bin gleich wieder da. Meister von Digis BGA. Ja, guten Tag, Guido Pech hier, Landhandel aus Rehbach, moin. Ah, servus. Du, wir nehmen alles. Okay. Wir brauchen die komplette Dinger. Also wir haben hier ein paar Bestellungen offen wegen Dünger. Also wir würden einfach alles nehmen. Wir werden das jetzt gleich mit dem Transportunternehmen abklären. Der fährt jetzt gleich zu dir und holt heute schon die ersten paar Züge ab. Alles klar, mach ich Bescheid. Alles klar. Geld überweise ich dir gleich. Du müsstest mir... warte mal, ich trage das mal eben kurz hier ein, damit das erledigt ist. Wie viel Liter waren das jetzt nochmal genau? Warte, ich muss schnell hinlaufen. Ja. Ja, 159.000. 159.000. Das wären 4.770. Ich gebe dir 5.000, ist das okay? Ja, machen wir so. Was habt ihr gesagt? 1.000 Liter Preis, 30. 30, ja, oder habe ich mich jetzt verrechnet? Ne, eigentlich nicht, ne? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ne, passt. Ich habe 159.000 Liter gemacht. Ja? Und deswegen habe ich auf 5.000 aufgerundet, weil da noch ein paar gequetschte waren. Ja, machen wir so. Alles klar. Dann sage ich das so weiter. Jo, perfekt. Jo, wir hören uns. Wir hören uns. Ciao. Ciao. Jawoll. So. Gehen wir ja hin. Sven? Ja, warte. So, Uiuiui. Zack. Das steht. Ihr müsst aufpassen, das hat ein bisschen Gewicht voll auf der Achse, weil, guck mal. Ich hab schon gedacht, ich bin ja auf so einer russischen Schaukel, aber... Nee, alles gut. Pass auf jetzt. Ja, okay, ich merk schon. Das hat wirklich gut Gewicht auf der Achse, das Ding. Aber im Verbund geht's, sagst du, wenn beides dran hängt. Definitiv. Ich weiß nicht, was ich für einen Drecker hier habe. Keine Ahnung. Ne, den Fan sag ich schon. Das, ich behalte ja den Deutz da vorne zum Beispiel. Oder den Klaas, der hier irgendwo noch rumstehen sollte. Hallo! Tachchen! Oh, was ist jetzt los? Jetzt ja, ist Jo, ist ab. Perfekt. So, ich pack mal kurz ein. Och nee, jo. Ich stehe ja schon wieder. Herr Pech! Apache, was ist das da hier? Der Flug, genau. Kommen Sie mal her hier. Oh, Herr Rosenberg, schön, dass ja, Sie auch da sind. Ja, gucken Sie mal, ich habe auch einen aus Waldstätten. Gucken Sie mal. Wen haben Sie denn aus Waldstätten? Aus Wien, den Herrn Langhammer. Was? Aus Wien. Kennst du mich noch oder was? Rudi? Ja. Was machst du denn hier? Na, ich muss hier jetzt irgendwie arbeiten. Ich verdiene hier mein Geld zukünftig. Scheiße, ja, der hat sich beworben. An, was für Fummel du rumrennst, Rudi? Was ja, ist da muss los? Ich. Ja, das ist so, wa? Ich bin was anderes geworden. Der hat sich bei uns beworben, der ist bei der Agrargemeinschaft von mir dabei. Ja, Taschen, also ich bin der Langhammer für die mich nicht kennen. Rudi. Genau, Rudi Langhammer. Ich brauche am Lohnunternehmen einen guten Arbeiter. Ja, ich glaube, ich bin hier noch ausgelastet mit meinem neuen Job, da was mir der Herr Capone damit gegeben hat. Na wunderbar. Deswegen, guck mal, da sieht aus wie eine Tippser. Die kannst du nicht einstellen. Außerdem können Sie das Geld, was wir bezahlen, sowieso nicht bezahlen, ne, Herr Rosenberg? Ach so. Ich habe einen Ruf mit ihm gehabt. Der Rudi war Bürger. Was ist mit deinem Bürgermeisteramt, Rudi? Das hat der Bürger übernommen. Den habe ich, okay. Da gab es so eine kleine Revolte in Waldstätten. Oh, okay. Weiß ich nicht. Was ist mit den Italienern da zu tun? Ja, das war irgendwie, die haben mich irgendwie abgedrängt. Der Bürger hat da auch mit drin gesteckt unter der Decke. Hallo? Apache, kannst du mal bitte dein Fahrzeug auf Seite befahren? Achso, ja, natürlich. Bevor der Andreas hier unseren Landhandel abreißt, beim Rückwärtsdrücken.
107, Junge. Ja, also wenn ich mich kurz vorstellen darf, also ich bin quasi jetzt neu auch bei der Agrargemeinschaft und führe sozusagen die Sparte Produktion und Transport und Logistik für sie, sozusagen. Ne? Also wir werden uns jetzt hoffentlich öfter dann sehen. Bist du hier in Rehbach oder in Fichtal? Ich bin überall unterwegs, ne? Da wo man mich braucht. Die Agrargemeinschaft, Herr Rosenberg, ist überall, ja? Sie können uns nicht entfliehen. Genau. Also ich bin überall da und ich hab's gerne kurz mit Kunden, sag mal, ich bin der Rudi. Ja, das ist schön, dass ich dich nicht sitzen muss, Rudi. Nee, muss ich nicht. Herr Pech? Ja. Auch hier, ne, der Herr Pech und der Herr, wie ist Ihr Name? Nochmal gewesen? Schröder. Schröder. Schröder, der Herr Schröder und der Herr Pech. Das sind die Pächter von dem Landhandel. Ah, hier. Okay. Ja, Tasche. Genau. Hallo. Der Herr Steiger, der hier steht, der ist nur Statist, ja. Nee, Statist ist er nicht. Der ist beim Händler unterwegs. Ach so. Hallo, das ist ein Mitarbeiter von dem Herrn Klein, ne? Tun Sie dir mal nicht. Das ist ein sehr kompetenter Mann. Ja. Okay. Oder war er es nicht? Also, ja, gut. Ja. Sehr gut. Ja, der hat die gelben eingereicht. Nee, ja, also nur, dass er denn wisst, wa? Ja, genau, dass sie ihn mal kennen, er ist auch Ansprechpartner. Also das heißt, du, also wenn es irgendwas mit der Agrargenossenschaft gibt oder sonst was, kann man auch dich ansprechen. Genau, entweder den Herrn Langhammer oder mich, ja. Also ich bin Herrn Langhammer immer noch sein Vorgesetzter, ja, aber. Ja, das wollen wir ja auch nicht. Ja, natürlich, ja. Unterschlagen? Ja, unterschlägt niemand was. Keine privaten Gelder, was? Ja, alles gut, hab das schon verstanden. Ach ja, danke für den Kredit auch nochmal. Vielen, vielen Dank. Danke. Hat mir sehr geholfen, mein Unternehmen weiter Sie auszubauen. Sie hatten in Waldstätten erhorrende Schulden, nicht ich. Ja, nee, hat mir wirklich sehr geholfen, hier unternehmerisch weiter auf die Beine zu bringen. Ja, super. Ja, das freut uns, dass wirklich? Wir Sie so unterstützen können. Ja. Ja, danke, ja. Danke. Also wirklich für die Ablehnung des Kredites will ich mich nochmal besonders bedanken. Ja, bitte. Herr Langhammer, wir müssen auch weiter. Ja, es bleibt immer gleich. Machen wir so. Also wenn irgendwas ist, ich lasse ihn mal hier. Warten Sie mal, Herr Pech, ich gebe Ihnen mal meine Nummer schon mal. Ja. Dass Sie mich anrufen können. Ja, das ist ja sehr schön. Ich hätte auch noch ganz gerne. Nennen Sie mich ruhig Sebastian. Was denn? Ich hätte auch ganz gerne noch mit Ihnen ein paar Worte, Sätze gewechselt, aber wenn Sie wieder mit los mir müssen. Jetzt, ja. Ja, weiß ich nicht. Herr Gebauen, haben wir noch kurz Zeit oder was? Steigen Sie mal ein, ziehen Sie mal ab. Wie bitte? Haben wir noch kurz Zeit? Herr Pech wollte sich steht kurz mit mir mal unterhalten. Steht da wieder im Weg. Ach so, ja. Nee, warte. Der geht doch. Erzählen Sie was. Was wollen Sie denn? Ja, ich wollte aber ganz gerne unter 4 Euro bleiben. Das hat hier die Leute im Umkreis hier nichts zu interessieren. Ja, nee, das wieso wollen Sie denn mit meinem Mitarbeiter unter 4 Augen sprechen? Das klingt sehr komisch. Ich bin Sven. Ja, ich weiß, ich bin ja nur der Putzer, ich putze nur. Ach so, na gut, also Herr Rosenberg, kommen Sie mal bitte. Haben Sie einen leckeren Kaffee oder was? Das ist ja noch recht früh, wa? Eine Sekunde, nur ganz kurz. Herr Pech, passt das jetzt erstmal mit den Maschinen so, die Sie bestellt hatten? Ist das jetzt richtig, was da angekommen ist? Nee. Nein, da fehlt noch eine ganze Menge. Deswegen musste ich gerade so lachen, wo Sie sagten, Ihr Mitarbeiter wäre kompetent. Ja, was, Es fehlt noch ein Düngerstreuer. Ja? Düngerstreuer wurde bei mir nicht bestellt. Ja, aber sowas... Nein. Nee, beim Kalle haben wir den bestellt. Ja, oder bei Kalle, ist mir egal. Auf jeden Fall wurde das egal ist das nicht, du. Warum denn nicht? Ja. Arbeitest du nicht auch da? Ja, aber schiebt man nicht was auf andere Leute. Wieso, arbeitest du da? Ja, aber sagst du mir, sagst du mir immer, dass du keine Ahnung hast? Das stimmt ja gar nicht. Ja. Das habe ich euch ja bestellt. Und das, meine Herren, bitte nicht streiten. Das ist das Feng Shui hier runter. Ja. Lehnen Sie sich da zurück. Ach so, ja, machen Sie weiter. Runde 2, ding, ding, ding. Ja. Okay, also gut. Aber die Sachen, die ich dir gebracht habe, hast du bestellt? Die habe ich bestellt, ja. Die passen. Ja gut, wunderbar, alles klar. Dann kannst du uns noch einen Preis dafür sagen, was das kostet, was wir dafür jetzt bezahlen müssen? Ich wirklich nur ausgeliefert. Ich habe hier in Rehbach mache ich hier die Preise. Aber warte dann, mal. Aber dein Kollege, der kann doch den Preis sagen. 84.500 kriegen wir dafür. Ja. 84.000. Warte. Überweisen wir dann auch mal ein bisschen später, ne? Das ist die Samasch Kombi, die kostet 84.000. Oh bitte nicht. Sie, lesen Sie den Pachtvertrag, ne, Herr Pech? Ja. Genau. Nicht in Zahlungsverzug kommen. Entschuldigung. Weiter. Ja gut, nee, wunderbar. Dann mache ich wieder los, oder? Na, Herr Rosenberg, Sie kommen jetzt mal zu uns, ja? Genau, wir müssen dann auch nochmal mit dir reden, aber mach ruhig erstmal hier mit Apache. Dann gehe ich und erst so kurz zum Herr Kupp. Ja gut, genau. Herr Pech, ich habe Zeit für Sie. Kommen Sie, wir gehen mal, wollen wir einen Kaffee trinken gehen oder was? Haben Sie einen leckeren Kaffee? Ja, komm mit. Wunderbar. Na dann. Gut, Johann, dann danke dir, ne? Soll ich den da stehen lassen? Stell da ab, ja. Alles klar, okay. Warte, ich komm mit, machen die ab und dann kannst du gleich los. Oh, das ist ja ein schönes Büro, was?
So. Was kann ich denn für Sie tun? Ich wollte jetzt einfach mal. Mit mir haben Sie kein Wort gesprochen und ich wollte jetzt einfach mal. Nee? Ach so. Nö, ja. Ich hatte mich kurz vorgestellt, ich weiß nicht, aber. Ja, also, das habe ich ja wohl mitbekommen, aber danach hatten Sie ja nur Ihr Augenmerk auf Rosenberg und deswegen dachte ich, ich nehme Sie mal zur Seite, vielleicht können Sie ja mal mit mir auch vernünftig reden. Na klar, kann ich mit Ihnen vernünftig reden. Ja, dann hauen Sie noch mal raus. Was ist denn Ihr Aufgabenbereich? Weil Sie sagten, Sie sind für Transport und so zuständig und wir arbeiten da sehr, sehr viel miteinander. Das ist eigentlich eine wichtige Information, die wir als Landhandel bräuchten, deswegen fand ich das ein bisschen schade. Direkt, ich bin weg, tschüss. Nee, nein, gut, wir wollten jetzt erstmal nur die Vorstellungsrunde machen. Ich wäre dann natürlich selbstverständlich auch auf Sie als erstes zu ihr gegangen, weil wir ja dann am engsten wahrscheinlich miteinander arbeiten müssten, weißt du? Ja. Und deswegen hätte ich damit jetzt auch kein Problem, wenn wir das jetzt natürlich besprechen, aber wir können das auch gerne nochmal in Ruhe irgendwie im späteren Verlauf des Tages klären, sag ich mal. Ja, aber gerne. Also, ja, ich war früher Bürgermeister in einer relativ großen bayerischen Gemeinde. Ja. Kommen gebürtig aus Berlin, wie man das ja wahrscheinlich auch hört. Ja, hört man so ein bisschen raus, ja. Genau, und war da quasi auch zusammen mit dem Oswien-Inhaber einer riesen Genossenschaft. Und deswegen habe ich da sozusagen so ein bisschen Erfahrungswerte zum einen aus der Verwaltung. Also ich werde ja die Gemeinde auch ein bisschen hier unterstützen bei Verwaltungsarbeiten, dass das alles hier vorangeht. Und halt dadurch, wie ich ja meinte, Leiter oder ja, Abteilungsleiter für Produktion, Transport und Logistik. Das heißt, ich bin quasi jetzt der Vorgesetzte von Herrn Heinrich, wie der hieß, nee, nicht Herr Heinrich, Herr Heimann, entschuldigen Sie, und Herrn von Raden in Fichtal. Ne? Und ich bin quasi dann für Ihre Transportaufträge und alles verantwortlich. Ah, okay. Ne? Also wenn Sie irgendwas brauchen oder bestellen, natürlich auch meine beiden Kollegen anrufen, ich bin ja eher dann so für das Organisatorische im Hintergrund verantwortlich, aber auch gerne mit mir sprechen natürlich. Ne? Oder wenn irgendwas Probleme sind oder Sie irgendwas dringend brauchen, dann bin ich auch Ihr Ansprechpartner. Ah, okay. Irgendwelche Änderungen oder so geplant, die auf uns zukommen könnten? Sind Sie da irgendwas am Machen? Weder positiv noch negativ, allgemein Änderungen? Also erstmal ist jetzt das Ziel, dass ich ankomme, mir einen Überblick darüber verschaffe, wie das Ganze hier vonstatten geht. Ja. Und dann werde ich meine Ideen oder auch gerne natürlich die Kundenwünsche und Ideen versuchen, so gut wie das umzusetzen, wa? Ja. Das ist mir ja das größte Anliegen, dass die Kunden zufrieden sind, weil nichts ist schlimmer, als wenn ich zwar mal einen guten Transporter habe, aber keine Kunden. Ja. Ne? Also das mal so vielleicht in der Hintergrundgedanke. Okay. Ja? Gut, nee, das sind ja schon Infos, damit weiß ich weiter. Ja, alles gut. Wunderbar. Das passt. Also ja, von daher. Keine Angst, also ich wäre im Zweifel auch nochmal dann vorbeigekommen und hätte Ihnen da irgendwie nochmal ein ruhiges Minütchen angeboten, auch gerne mit Ihrem Kollegen, da Herrn Schröder, dass wir das in Ruhe klären könnten. Ja. Also die Angelegenheiten. Ja. Judy. Welche Angelegenheit geht's denn? Nee, ich wollte einfach nur mal kurz, dass ich mich bei ihm persönlich vorstelle und was ich so mache und so. Und das habe ich ihm jetzt mal in Ruhe erklärt. Und dabei haben wir auch einen nützlichen Kaffee geschlürft, wa? Für mich war es jetzt nur wichtig, eine vernünftige Information zu bekommen, weil er sagt, er ist für den Logistik und sowas zuständig. Und da wir ja hier sehr viel mit den Transportunternehmen zusammenarbeiten. Genau. Und deswegen wollte ich mal in Ruhe mal kurz quatschen. Ne? Genau. Ich hätte noch ein Anliegen an Sie. Ja, klar, sehr gern. Die Fläche oben, machen Sie die noch? Da wollten wir jetzt gleich mit anfangen. Also, ach so, ja, perfekt. Wir wären schon eigentlich da, aber wir wussten jetzt nicht, dass noch Sie kamen und der Rosenberg. Ja, nee, alles gut. Ich hätte noch einen Vorschlag. Ja. Ich würde gerne das Transportunternehmen ebenfalls mit auf die Fläche packen. Die brauchen nicht viel Platz. Weil Sie ja quasi mit denen am Stück arbeiten müssen, verstehen Sie? Dann kriegen wir aber bestimmt ein paar Rabatte, oder? Ja, ich denke mal, man könnte dann drüber nachdenken. Ja, vorher sollten wir das ja da oben alleine alles machen. Jetzt sollen wir es teilen. Dann müssen wir ja nicht die Kosten alleine zahlen. Also, ja, nein, das sowieso nicht. Also Sie müssen ja da oben sowieso nicht. Was müssen Sie denn zahlen da oben? Keine Ahnung, ich dachte, dass wir da noch zahlen müssen. Der Umbau, Neubau. Nein, das zahlt ja die Agrar. Oh, okay. Na dann. Es ist ja unser Eigentum. Ich dachte, wir müssen da noch ein paar Euro mit rein. Nein, Sie müssen da gar nichts zahlen. Sie haben ihre Pacht. Und ich zahlen, alles andere. Genau. Und ich habe so gesagt, ich sag mal so, ich habe ja dann meinen besten Kunden quasi in der Westentasche sitzen bei mir. Oder wir sitzen bei euch quasi, sag ich mal, ne? Ja. Also, und wenn Sie mal mich im Büro aufsuchen wollen, das ist sozusagen im Gemeindehaus. Da habe ich ein eigenes Büro, da können Sie dann immer vorbeischneiden, wenn mal irgendwas Dringliches sein sollte. Oder über also Telefon. Ich würde, ganz kurz, ich würde quasi vorschlagen, dass wir Sie in den vorderen Bereich packen, dass wenn der Kunde reinfährt, Sie gleich hat, ne? Genau. Und dass wir dann so neben, also so links vorbei eine Straße machen und dann hinterhalb so ein bisschen räumlich abgetrennt mit Mauer das Transportunternehmen setzt, weil die brauchen nicht viel Platz. Ja. Das klingt nach einem vernünftigen Plan, weil Sie sind ja auch der Hauptgrund, warum also die Kunden da hinkommen. Also wenn das für Sie in Ordnung wäre. Ja, das volle Ich denke,
Ich denke, wir können da ein bisschen auch Geld sparen, die Effizienz erhöhen, wenn die gleich bei Ihnen in der Nähe das, sind quasi. Das stimmt. Ne, es geht voll klar. Alles super. Alles klar, perfekt. Dann würde ich auch weitergehen. Ja, gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Gut, dann wir sehen uns. Ja. Alles klar. Ne? Ich wünsche Ihnen was. Ich wünsche euch zwei auch was. Arbeit. Bis dann. Jo, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Das Getreide ab. Wir fahren dann auch bei dir ab mit dem Traktor und fahren das gleich zum Landhandel, sodass der Bauer sich eigentlich um nichts kümmern muss. Du erntest, okay, kriegst dein Geld fürs Ernten. Der hat ein erntereifes Feld. Ruft dich an. Sagt euch Bescheid und dann wird sich um alles gekümmert, sozusagen. Genau, sagt einen von uns beiden Bescheid. So, wir sagen, okay, pass auf, Oswin. Du kommst mit dem Traktor, mit dem Mähdrescher und holst das Zeug runter. Und wir kommen gleich mit dem Traktor und Hänger hoch, fahren dich ab. Dann schreiben wir uns gleich auf, wie viel es drauf war, überweisen dir ins Geld und fertig. Und du stellst noch die Rechnung für den Lohnauftrag. Ja, klar, können wir gerne machen. Die und da haben wir beide was, verdient. Und wir haben vor allem das Getreide, weil wir brauchen es hier für ganz, ganz viel, ne? Für Futter und... Passt auf, ich würde gleich, weil der Stefan auch da ist, gleich mal anmerken, ich würde das zu 100% in Zusammenarbeit mit dem Stefan hier machen. Ja, na klar. Ich könnte euch aber anbieten, auch aus Fichtal von den Bauern das Getreide, was wir ernten, wer verkaufen möchte, direkt an euch das Transportunternehmen bringen zu lassen. Na. Wir würden das dann halt, wir müssten das dann so machen, dass du, wenn, also dass wir das so ein bisschen takten. Wenn die Felder reif sind, wissen wir, okay, alles klar. Dann würde ich mir hier einen Traktor schnappen, einen Hänger, würde rüberkommen nach Fichtal. Ja. Genau. Dann fangen wir an mit Ernten. Ich fahre das Zeug alles zur Spedition dort in Fichtal. Ey, da brauchst du dich nicht drum kümmern, Sven, mach nicht so kompliziert. Ich habe mal alles da, ich habe einen Mitarbeiter da. Weißt du, wie na, wir ernten das? Wir bringen das zum Transportunternehmen und dann geht das ab zu euch und fertig. Naja, na dann können wir das auch so machen. Ne? Klar. Und wie gesagt, hier in Rehbach könnten wir es halt gleich selber holen. Ne? Da sind wir ja vor Ort. Und ja, dann lass uns das doch so machen. Nee, gerne, gerne. Sehr, sehr und gerne. Und dann können wir gerne ein paar Rabatte aushandeln hier. Ne? Absolut, Svenne. Gerne. Also eine Hand wäscht die andere. Svenne? Ja. Warum? Aber sag mal, ist dein Chef, hat er seine Tage oder irgendwas? Der ist so toxisch in letzter Zeit. Der hat mich letztens voll angeschrien da oben. Der hat's Wochenende gesoffen. Oh, okay. Der hat noch ein bisschen Kater. Ja, ja. Nee, okay, nee. Ach nee, das war ich mit dem Kater. Ja, und außerdem, ich wurde halt so toxisch. Der kommt hier hin, stellt sich vor, ich bin für die Logistik. Wir arbeiten hart mit der Logistik zusammen. Dass ihr zwar euch da nicht geküsst habt und dann haut er wieder ab. Ich brauche da mal ein paar Infos. Was ändert sich? Was ist? Ändert sich überhaupt was? Keine Ahnung. Da muss er ja mal ordentlich mit mir drüber reden. Das geht doch so nicht. Ja, das stimmt. Um was geht's gerade? Na, dieser, wie hieß der? Rudolf? Oder? Ja, keine Ahnung, wie der ist. Du meinst von der Agrargenossenschaft? Rudi, ja. Da oder was? Ja. Ach so, der ist ja nicht von keiner Logistik, oder? Doch, hat er doch gesagt. Hat er gesagt. Da kümmert sich um die Logistik. Ach so, okay, alles klar. Ja gut, alles klar. Johann, wir verpieseln uns wieder, würde ich sagen. Johann ist schon lange weg. Ja, ah, ja. Ja, wunderbar, der hat nicht gewartet. Bring it. Da fahre ich jetzt nämlich auch wieder zurück. Ich muss noch den fixen Telefonat führen. Gut, ich bin dann wieder im Fichtal, ne, Jungs? Wenn das ist, ruft an und ich freue mich. Genau, also wir sind klar bei der Ernte. Telefonieren wir vorher nochmal. So machen wir das. Ne? Wie gesagt, wir nehmen alles an Getreide an und dein Kalk sollte dann auch im nächsten paar Stunden bei dir aufschlagen. Genau, Saatgut und Dings ist ja schon auf die Reise gegangen. Das ist schon perfekt. Unterwegs. Wunderbärchen, ich danke euch vielmals. Einen schönen Tag wünsche ich noch. Jo, den Transporteur hier, ist der wieder weg jetzt? Der ist gerade auf dem Weg. Er hat geladen und ist gefahren, ja. Gut, alles klar, ciao, ciao. Tschüss. Hau rein. Ich bringe euch was. Jo, danke dir, Stefan. Mensch, wir hätten auch abgeholt, aber ja, dann... Ja, wieder, ich hatte gerade welche mit der Ansaat. Dann habe ich gesagt, bringst du den flott. Was bringt er denn? Den Sammelwagen für eure Grasernte da oben in der alten BGA. Ach, nice. Ja. Guck mal, da kann einer mähen und der andere kann gleich sammeln, weißt du? Ja. Hatte ich mir so gedacht. Das Gras. Und dann können wir das hier bei uns ins Dingsbums schmeißen, ins Silo erstmal. Ja. Und gut. Der Fritz kommt eben Saatgut und Dünger holen. Ja. Genau. Rechnung geht dann auf meine Konto, ne? Okay. Ja. Wo muss ich denn hin, meine Herren? Pass auf, Stefan, du fährst mal den. Ich wollte gerade sagen, ich setze ihn auf Seite und bin auch direkt wieder. Genau, weg. Den kannst du da vorne neben die Fässer stellen. Gut, alles klar. Bis später, Männers. Jo, bis später. Und danke nochmal. Du brauchst Saatgut und Dünger. Dann mache ich mal hier. Ja, mach du mal voll. Ich gehe Pause machen. Jo. So, Männers, wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei.
Und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.